Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes, dessen Macht die ganze Schöpfung erfüllt. Im Namen von Jesus Christus, den Gott zu uns gesandt hat, als König der Wahrheit. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsenengemeinde, ich begrüße euch und Sie alle zu dem Familiengottesdienst, den wir heute miteinander feiern. Über die Kamera hinein in eure Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer. Der heutige Sonntag heißt Palmsonntag. Die meisten von euch wissen sicher, warum er so heißt. Genau, der Name kommt von einer Pflanze, die an diesem Tag eine besondere Rolle spielt, die Palme. Zu diesem Sonntag gehört aber auch ein bestimmtes Tier. Wisst ihr, welches das ist? Schaut mal. Unser Esel hier ist schon über 500 Jahre alt. Er ist aus Holz geschnitzt und natürlich muss dieser Esel hier in der Kirche bleiben. Aber später zeigen wir euch, wie ihr für euch zu Hause einen Esel basteln könnt. Lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, wir schauen auf den Weg, den du für uns gehst. Du ziehst in Jerusalem ein, als ein sanftmütiger und gerechter König, als ein Helfer in aller Not. So komm du auch zu uns. Gib uns ein offenes Herz, damit wir uns über dich freuen und dich willkommen heißen. Komm und sei unser Herr und unser Bruder. Amen. Es war Frühling im Lande Israel und das Passafest war nahe. Da pilgerten die Menschen aus allen Dörfern und Städten des Landes nach Jerusalem, um das große Fest zu feiern. Auch Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jerusalem. Als sie nahe bei dem Dorf Bethania am Ölberg Rast machten, rief Jesus zwei seiner Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Am Eingang des Dorfes werdet ihr ein Eselsfohlen finden, das an einen Pflock angebunden ist. Bindet das Tier los und bringt es zu mir. Wenn jemand euch fragen sollte, warum ihr das Eselsfohlen losbindet, dann sagt ihm: Der Herr braucht es. Als die beiden Jünger am Eingang des Dorfes waren, fanden sie den jungen Esel, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Während die Jünger das Fohlen losbanden, riefen die Leute, denen es gehörte: »Hey, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los?« Die Jünger antworteten: »Der Herr braucht es.« Da gaben die Leute ihnen den Esel mit. Dann brachten sie das Eselsfohlen zu Jesus und halfen ihm aufsitzen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Als die Leute Jesus auf dem Rücken des jungen Esels reiten sahen, breiteten sie ihre Oberkleider auf dem Weg aus. Da begannen die Jünger frohen Herzens und mit lauter Stimme Gott zu loben und zu preisen, denn sie dachten an die vielen Zeichen und Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und immer mehr Leute stimmten in das Lob Gottes ein. Sie riefen: Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt,
Hosanna, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Hosanna! Die Leute brachen Palmzweige ab, hielten sie Jesus entgegen und jubelten ihm zu. Immer lauter wurde der Gesang und immer mehr Menschen kamen, um Jesus zu begleiten und ihm den Weg zu bereiten. So zog Jesus auf das Stadttor von Jerusalem zu. Im Stadttor von Jerusalem standen einige Menschen. Sie sahen Jesus auf das Tor zureiten. Da sagten sie: Wer ist das? Was macht er hier? Warum sind so viele Menschen bei ihm? Da antwortete einer von ihnen, die mit ihm kamen: Das ist doch Jesus! Habt ihr noch nie von ihm gehört? Und ein anderer sagte: Er kommt aus Nazareth in Galiläa. Der dritte meinte: Jesus ist ein Prophet, bald wird er König sein. König von Israel, rief ein anderer, Hosanna! Und viele stimmten wieder ein: Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Hosanna! Jesus zieht in Jerusalem ein. Dieses Lied wollen wir nun gemeinsam singen. Und bei Hosanna lade ich ein, kräftig mit einzustimmen. Jesus zieht in Jerusalem an, Hosanna! Alle Leute fangen auf der Straße an zu schreien, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem an, Hosanna! Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem ein. Hosanna. Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte wird der merkwürdigste Königseinzug geschildert, den die Geschichte jemals gesehen hat. Einen Bettelkönig nennt Martin Luther Jesus in einer Predigt zur Geschichte. Einen, der Macht und Prunk der Herren der Welt auf fast unerträgliche Weise lächerlich macht. Vielleicht habt ihr die Bilder im Gedächtnis, wie der russische Präsident Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitet. Und nun ersetzt vor eurem inneren Auge das Pferd durch einen Esel. Schon wird aus der Inszenierung von Männlichkeit und Stärke ein Bild der Lächerlichkeit. Wieder einmal stellt Jesus alles auf den Kopf. Auch an diesem Tag, den man sich kaum anders als friedlich vorstellen kann. Ich habe einen sonnigen Tag vor Augen. Vom Dorf Bethania aus kann man den Tempel in Jerusalem in hellem Glanz erstrahlen sehen. Ich sehe das Eselsfohlen, noch den Flaum auf seinem jungen Fell. Ich beobachte, wie Kleider auf den staubigen Weg geworfen werden. Grüne Zweige werden frisch von den Bäumen gerissen. Ich höre das singende Volk. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna! Friede auf Erden und Herrlichkeit in der Höhe. Hosanna. Da kommt der Erwartete, der Messias, der Ersehnte.
der, der schon so viele heilte und tröstete. Der, der immer auf der Seite der Elenden war. Der, der uns nahe war. Der, der Geschichten erzählte, die wir nie vergessen werden. Die Seligpreisungen in Person ziehen ins Bild. Ein demütiger Mann auf einem armen Tier. Ein Mensch, ein König. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Jesus nimmt die Prophetie des Sacharja für sich in Anspruch. Sie beschreibt ihn so, wie er ist. Der König der Armen, der Fürst des Friedens, der Mann der Gewaltlosigkeit, der in seiner Niedrigkeit Verborgene, der Mensch als Geschöpf Gottes, sein geliebter Sohn. Glanz liegt über der Szene, Heiterkeit, helles Licht. Die Menschen jubeln endlich einmal dem Richtigen zu. Wie selten das geschieht. Und wissen doch nicht, wem sie da zujubeln. Dem Herrn der Welt, der lieber dienen will. Dem Ziel der Hoffnung, der in Verzweiflung sterben wird. Dem Friedefürst, der die Welt ohne Waffen verändern wird. Hosanna, rufen sie ihm zu. Hosanna, das heißt, hilf doch. Hilf mir, meint das, aus meiner Abhängigkeit, aus der Last der Jahre, aus Armut und Krankheit, aus Schuld und Tod. Hilf uns, meint das, in einer Krise, die wir kaum noch beherrschen. Angesichts von so vielen Corona-Toten, dass uns Angst und Bange wird. In einer Welt, die wir an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Hosanna, hilf doch. Lasst uns an dem festhalten, den die Menschen in Jerusalem begrüßt haben. Es ist der Bettlerkönig. Der Frieden und Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe zum Maßstab unseres Lebens macht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in ihm, dem Gekommenen, in Jesus Christus. Amen. Durch dich.
liebe Kinder, wie euch ja der Pfarrer am Anfang schon gesagt hat, diesen Esel dürft ihr leider nicht mit nach Hause nehmen. Deswegen basteln wir uns einen anderen Esel. Das heißt, ich zeige es euch und ihr bastelt zu Hause. Wir basteln uns so einen Esel. So wird er fertig ausschauen. Dazu braucht ihr als erstes graues Papier. Dann brauchen wir ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere, eine Münze und Tesafilm zum Festkleben der Münze. Dann wollen wir beginnen. Aus dem grauen Papier schneidet ihr euch bzw. zeichnet erstmal auf mit dem Bleistift und dem Lineal ein Quadrat, was ungefähr so ausschaut. Das schneidet ihr dann aus. Dann stellt ihr das Quadrat auf den Kopf und faltet es einmal in der Mitte, also die rechte Ecke auf die linke Ecke. Den Falz bitte schön genau nachstreichen, dann tut ihr euch später leichter. Dann wieder aufklappen, dann die linke Seite bis zum Mittelfalz und die rechte Seite bis zum Mittelfalz. Ihr erhaltet dann so eine Art Tüte. Das nehmt ihr wieder zu euch. Und dann faltet ihr das Ganze in der Mitte nochmal, ähnlich einem Papierflieger. Hier seht ihr, wie wir die Linien einzeichnen. Und zwar eine halbmondförmige Linie hier, eine schräge Linie hierüber, auf der Unterseite eine torbogenförmige Linie, daneben eine gerade Linie und dann so eine geschwungene. Die geschwungene ergibt nämlich den Schwanz des Esels. Ihr seht zwei unterschiedliche Linien, und zwar gestrichelte und durchgezogene. Die gestrichelten Linien sind die, an denen wir schneiden. Die durchgezogenen werden wieder gefaltet. Ihr seht hier unseren Esel mit den Einschnitten in der eingeschnittenen Form, und wir widmen uns jetzt dem Kopf. Dazu muss das obere Teil in der anderen Richtung nach außen gebogen werden. So, wir erhalten dann Ohren, den Kopf und wir biegen die Schnauze nach innen. Und jetzt ist der Kopf fertig. Am unteren Ende durch den torbogenförmigen Einschnitt haben sich die Beine ergeben. Und hier der Schwanz. So, und jetzt ist der Esel schon fast fertig. Jetzt braucht er nur noch Augen und kann noch verziert werden, sodass sich der Esel so ergibt, wie ich ihn euch am Anfang gezeigt habe. Hier sind die Augen aufgemalt und der Esel ist verziert. Das könnt ihr natürlich auch, wie ihr wollt, mit anderen Farben machen, mit Kreide und so weiter und so fort. Andere Variante wäre noch, wenn ihr Wackelaugen habt, könnt ihr dem Esel natürlich auch Wackelaugen aufkleben. Verzieren könnt ihr ihn trotzdem. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Problem. Der Esel steht leider noch nicht. Dazu brauchen wir eben die Münze. Also eine Münze, die wir dem Esel innen rein, ich zeige es euch mal, ich klappe den Esel wieder auf, hier innen rein in den Bauch sozusagen, oberhalb der Beine kleben, dann liegt der Schwerpunkt auf der Rückseite des Esels und so kann der Esel dann viel besser stehen. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln, probiert es einfach mal aus. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wo du hinkommst, da kehrt Heil ein. Da werden Menschen froh und schöpfen neue Hoffnung.
Darum bitten wir dich. Komm zu denen, die krank sind, zu Hause oder im Krankenhaus, und zu denen, die sich um sie kümmern. Komm zu denen, die in diesen Tagen Angst haben, dass sie sich anstecken, dass andere krank werden, dass es noch schlimmer wird. Komm zu denen, die einsam sind, weil sie jetzt keinen Besuch bekommen, weil sie sich kaum noch aus dem Haus trauen. Komm zu denen, die Flüchtlinge sind. Bewahre sie vor dem Virus. Lass sie nicht die Hoffnung verlieren. Gib ihnen einen Ort, wo sie gut leben können. Jesus, du bist zu den Menschen gekommen. Komm auch jetzt zu denen, die dich brauchen. Und komm zu uns. Amen. Das Vaterunser können wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Gottes Segen in diesen Tagen mit euch sein, dass ihr bewahrt werdet, dass ihr das Schöne seht, das es auch in diesen Tagen gibt. So geht und seid mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.